Ist es Hara, das den Menschen in Verbindung bringt mit der Kraft, die die Japaner Ki nennen? Hara ist nicht dasselbe wie Ki, aber es ist, wenn Sie im Hara stehen, ist möglich, eben die Ki-Kraft in sich zu entwickeln und zu spüren. Was ist das für eine Kraft? Wo Ja, kommt das sie ist her? etwas ganz Geheimnisvolles. Ich sprach neulich mit dem Aikido-Meister in Paris darüber und er sagte, für ihn ist Ki die Kraft, die aus der Spannung von Himmel und Erde entsteht und in jedem von uns vorhanden ist. Es ist also keine Muskelkraft, die ich anwende, sondern es ist, wie Sie sagen, eine unerklärliche kosmische Energie, die ich einfach zulasse und die dann plötzlich in mir wirkt. Auch als Muskelkraft wirkt. Würden Sie für uns die Ki-Kraft an einem Beispiel verdeutlichen können? Ja, ohne weiteres. Wollen wir aufstehen? Ja. Wenn es Ihnen recht ist. Wollen wir als erstes mal eine Hara-Übung machen, die zunächst mit Qi nichts zu tun hat. Sie geben mir beide Hände und wir tun uns gegenseitig, Sie lassen sich nicht die Ellenbogen zurückschieben, sondern bleiben in dieser Form. Und nun drücken Sie mal gegen mich und ich gegen Sie. Und das soll im Hara geschehen. Was Im Hara. Und heißt jetzt das? bleiben Sie fest. Das Hara ist der Muskel unter dem Bauchnabel. Ich grüße alle meine Freunde so. Und wenn Sie dann kippen, dann haben Sie eben kein Hara, nicht? Also habe ich Haare einen Sie haben Augenblick. jetzt Hara. Jawohl, sehr schön sogar. Und jetzt versuche ich nicht mal Sie zu drücken und Sie versuchen mich zu drücken. Und das hält sich dann etwa, wenn wir beide im Hara sind, die Waage. Nicht wahr? So, jetzt tun wir beide ganz schön drücken. Wenn ich jetzt kein Hara hätte, dann würde ich nach hinten umfallen, nicht? Ja. Und genauso Sie auch. Wenn ich also hier drücke, Sie können das nur mit Hara aushalten. Nicht? So ist schön. Nicht? Und das ist eine Übung, die ich immer wieder machen lasse, wo dann ungefähr das Gleichgewicht gespürt wird. Und wenn der eine merkt, der andere hat wenig, dann muss er nachgeben, damit man einfach die Hara-Kraft spürt. Ein schönes Beispiel, um zu fühlen, wann man im Hara ist. Genau. Das ist eins. Ein zweites, was der Hara ist, ist die Übung mit dem ausgestreckten Arm. Ich strecke meinen Arm hoch, Sie tun die rechte Hand unter meinen Handgelenk, Ja. die linke Hand hier oben drauf und versuchen, mein Hara, meinen Arm zu biegen. Ja, das dürfte nicht schwer sein. Jetzt werde ich mal versuchen, nur mit Willenskraft das zu widerstreben. Bitte machen Sie das. Mit Willenskraft. Jetzt lasse ich einfach den Arm ganz locker. Und lass aber Hara-Kraft hinein und Sie machen langsam denselben Versuch. Es geht Ich nicht. gebrauche keine Muskelkraft, sondern lasse diese Kraft hinein. Das Die aus ist dem Hara, die erstaunlich. Ki-Kraft, nicht? Ich mache das keine Muskelkraft. So wie ich mit Muskelkraft das mache, sind Sie sofort überlegen. Ja. Ich lasse den Arm ganz locker und versuchen Sie nochmal. Ich lasse den Arm ganz locker, lasse jetzt etwas Ki-Kraft hinein und Sie fangen an, ihn zu heben. Ich merke noch nicht sehr viel von Ihrem Kraftaufwand. Nein, ich habe mich aber sehr angestrengt. Ja, und jetzt kommt der dritte Versuch mit dem Ki, der vielleicht am erstaunlichsten ist. Diese zwei Finger liegen aufeinander, ganz locker. Fühlen Sie mal, dass sie ganz Ja. locker aufeinander liegen. Ja. Und jetzt lasse ich da etwas Ki-Kraft hinein und sage den Fingern, ihr bleibt also jetzt beisammen. Wo holen Sie diese Kiehkraft her? Aus dem Bauch. Aus dem Bauch. Und lasse sie so hier Das durchfließen. ist ein Gedanke, den Sie haben. Ein Gedanke. Aber der Nein, nein. Gedanke ist Energie. Ja, offenbar. Sie tun langsam ziehen. Auseinanderziehen. Dann Auseinanderziehen. breche ich Ihre Finger. Ja. Nein, sie tun ja gleich furchtbar drücken. Einfach nur hoch Auseinanderziehen. auseinanderziehen. Bitte, nicht? Das ist wie Fangen eine Sie Kneifzange. ruhig an. Ich bin feste dran. Das ist Ja, erstaunlich, das ist ja. eine erstaunliche Sache, mir selbst erstaunlich. Nicht, wenn ich versuche, die Finger mit dem Willen zusammenzuhalten, dann können Sie sie ohne weiter auseinanderziehen. Wenn ich sie ganz locker lasse und einfach Sie sagen, ihr bleibt beieinander, dann ist es eben sehr schwer. Es tritt also eine Tiefenkraft in Aktion, Eine Tiefenkraft die in der man nicht Aktion, machen kann, sondern die man nur zulassen die kann. kann man nur zulassen. Ich kann sie nicht machen. Ich weiß ja nicht, was sie ist. Ja? Gut.